Hallo ihr Lieben, wir sind hier in San Antonio in Texas beim größten Brustkrebskongress der Welt, der jedes Jahr im Dezember stattfindet und haben wir auch schon im letzten Jahr wieder spannende Informationen für euch gesammelt. Hier bei mir ist Christian Jakisch, der insbesondere die Studien zum frühen Brustkrebs für uns angeguckt hat und mir vorhin schon gesagt hat, es gibt ja dieses Jahr wirklich jede Menge interessante Daten. Und ich bin gespannt, Christian, du hast ja deine Highlights quasi rausgesucht. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was du jetzt besonders interessant fandest beim diesjährigen Kongress? Das mache ich sehr gern. Ich freue mich auch, wieder in diesem Jahr mit dabei zu sein. Die Schwierigkeit besteht darin, zu verstehen, was ein solcher Kongress eigentlich machen will. Auf diesen Kongressen werden in aller Regel Studien vorgestellt oder neue Therapiemöglichkeiten diskutiert, die vor 5 oder 10 Jahren auf dem damaligen Wissensstand erdacht wurden. Diese Ergebnisse gucken wir uns heute an, weil wir ja nach jeder Studie am Ende der Behandlung auch eine Nachbeobachtungszeit von 5 oder 10 Jahren brauchen, um wirklich Ergebnisse zu liefern. Insofern ist es mir ganz besonders wichtig, im Bereich des frühen, operablen, also nicht metastasierten Mammakarzinoms, einen Überblick zu geben über Möglichkeiten, die zum Teil eine Intensivierung der Therapie, wo so notwendig, aber im Wesentlichen eine Deeskalation ermöglichen, wo wir sagen, da haben wir früher viel zu intensiv behandelt oder wussten vielleicht noch nicht so viel über die einzelnen Dinge. Und was sind wirklich ganz neue Wege? Also keiner unserer Zuschauerinnen darf morgen seinen Doktor oder die Ärztin anrufen und sagen, hallo, hallo, ich werde falsch behandelt, sondern das sind einfach Gedankenspiele, aus denen sich neue Medikamentenmöglichkeiten ergeben und manche von den Medikamenten sind zum Beispiel in Deutschland gar nicht zugelassen. Also es ist ganz wichtig, dass wir keine Unruhe kreieren, da wirst du ja ausreichend Zwischenrufe platzieren, sondern dass wir einfach versuchen, dass die Therapiesicherheit bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dahin geht, dass man sagt, wie wird es in den nächsten 5 oder 6 Jahren weitergehen. Und insgesamt ist ja das Bestreben, da habe ich das Gefühl, dass auch gerade deeskaliert wird, ne? Dass man nicht, wo es sinnvoll ist. Genau, wo es sinnvoll ist, genau. Ja. Wir fangen einfach mal an mit einer Frage. Wir sind gerade beim HER2-neu-positiven Mammakarzinom, also ungefähr 15% unserer Patientinnen haben dieses Merkmal auf ihrem Tumor. Und Frau Tolleni hat vor ungefähr 10 Jahren eine Studie durchgeführt oder vor 8 Jahren, bei der sie 2 Sachen gemacht hat. Sie hat bei Patientinnen mit Karzinom kleiner 2 Zentimeter und die alle ein nodal negatives, also nicht befallene axilläre Lymphknoten hatten, Paclitaxel 12 Wochen lang wöchentlich gegeben und für ein Jahr das Herceptin, das Trastuzumab eingesetzt. Damals keine duale Blockade, keine Anthracycline. Das hatte hervorragende Ergebnisse gebracht und hat tatsächlich die praktische Medizin weltweit verändert, für die kleinen Karzinome hier zu deeskalieren. Kleine Karzinome, kleiner 2 Zentimeter und negativer Lymphknotenstatus. Und jetzt hat sie sich überlegt, ob man diese Situation nochmal deeskalieren kann. Und hat in einer Phase oder in einer Studie diese Frage gestellt und gesagt, schauen wir uns das Studiendesign einfach mal an. Kann man, wenn man jetzt TDM1 einsetzt, das ist ein Chemotherapeutikum, was an den Antikörper Trastuzumab angekoppelt wird, und kann man das gegenüber dieser Standardtherapie aus 12-mal Paclitaxel Weekly und Herceptin mit einer Therapiedauer von einem Jahr heransetzen und wollte gucken, wie ist die Wirksamkeit, aber vor allen Dingen, wie ist die Nebenwirkungsrate, und hat eine sehr heroische sagen wir mal, Studienziel ausgesetzt, weniger als 40% Toxizität im Vergleich zur Standardtherapie. Sieht am Anfang wunderschön aus, man sieht hier auch wieder das, was sonst überhaupt nicht gemacht wird, diese kleinen Karzinome. Das ist für uns so wichtig, weil wir in Deutschland ja ein Mammographie-Screening haben. Wir haben kleine Karzinome und vor ungefähr 10 Jahren haben die Leute gesagt, Karzinome unter 1 Zentimeter, das behandeln wir gar nicht, das ist Körperverletzung. Heute wissen wir aber, dass das wichtig ist und wir haben keine Daten dazu. Und wir sehen ja hier auf der Abbildung, dass 31% Karzinome zwischen 5 und 10 Millimeter groß sind und der Rest dann über 50% dann zwischen 1 und 2 Zentimetern. Und wenn wir uns jetzt hier nur angucken, was da an Rückfallraten sind oder das krankheitsfreie Überleben nach 3 Jahren, dann sind das wirklich beeindruckende Zahlen von über 90-95%. Das kriegt man allein schon bei der Nachbeobachtung von 1000 Menschen nicht hin. Davon leben auch nicht mehr 100% nach 10 Jahren oder 3 Jahren, auch wenn man die nicht behandelt wegen Brustkrebs. Die Rückfallzahlen sind wirklich erstaunlich. Fernrezidive, also Fernmetastasen, ein einziger Fall.
so eine Therapie möchte man haben, aber man muss einfach auch sehen, dass man mehr Therapieabbrüche hatte unter dem TDM1. Woran lag und das? Das ist ein Medikament, was sehr wirksam ist, aber das wissen wir aus vielen anderen Studien, dass eben das Nebenwirkungsprofil, Leber, Stoffwechselstörung, sind ja nicht alles gesunde Patienten, dann irgendwann dazu führt, dass es nicht weiter eingenommen wird. Und das ist also durchaus eine interessante Alternative für einzelne Patienten. Es ist eben nicht zugelassen dafür in Deutschland. Es wird wahrscheinlich vorläufig nicht zugelassen werden. Aber das sind diese Gedankenspiele, sondern es ist ja eine klinische Studie und kein Experiment. Ja. Kann man wirklich so etwas verändern? Hier, denke ich, ist den Patienten nicht geschadet worden, aber das muss man weiter ausbauen. Also es kann jetzt keiner losrennen und sagen, ich möchte jetzt unbedingt diese Behandlung haben, sondern es ist eben eine zweite Frage, kann man dieses Regime noch weiter deeskalieren? So. Das heißt, im Moment ist ja TDM1 zwar zugelassen, aber nur für metastasierte Patientinnen, richtig? Richtig. Genau. Und es wäre möglicherweise eine Option, vielleicht auch dann, wenn es für die bisherige Therapie irgendwelche Kontraindikationen gibt, Klar. Dass man dann sagt, wir haben hier ein Problem mit der Therapie, die bisher üblich ist, dann könnten wir aufgrund der Daten Richtig. Vielleicht die andere Therapie einsetzen, wenn sie denn zugelassen wäre. Genau. So ist es. Ja, dann schauen wir mal weiter. Und ich habe das rausgesucht von es ist immer so, dass wichtige Vorträge werden dann von jemandem diskutiert. Und das bringt eigentlich auf dieser Grafik alles zusammen, wie ich mir die Therapie fürs Herz-2-Neu-positive Mammakarzinom vorstelle. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man die kleinen Karzinome, die operieren wir zunächst und dann kriegen die eine Chemotherapie ohne Anthracycline. Das heißt also, der Haarverlust ist nicht obligat und alle anderen Nebenwirkungen sind reduzierter und die kriegen nur Trastuzumab. Und bei den größeren Tumoren, die über 2 Zentimeter sind, da ist die Domäne der neoadjuvanten Chemotherapie, also vor der Operation. Und dann setzen wir 2 Antikörper ein, Trastuzumab und Pertuzumab. Und je nachdem, wie dann das Ergebnis ist, wird die sogenannte Erhaltungstherapie für ein Jahr gemacht. Und bei den Frauen, die keine Komplettremission haben, da kommt wieder das TDM1 rein. Also wir spielen immer mit den gleichen Karten in unterschiedlichen Reihenfolgen. Aber das ist so ein Therapiealgorithmus, wenn man sich das nochmal in Ruhe durchguckt, dann kann man verstehen, dass wir deeskalieren und eskalieren aufgrund des Rückfallrisikos, die einzelne Patientin hat. Also das ist eine rein individualisierte Maßtherapie als ein Gedankenexperiment und nicht als ein Befehl, ihr müsst das jetzt alle so machen. Und du sagst, das ist jetzt so ein Modell, was für dich plausibel aussieht, ja, was du absolut. Dir gut vorstellen kannst. Ja. Können jetzt Patientinnen in Deutschland davon ausgehen, dass die meisten Ärzte deiner Meinung wären? Oder gibt es da in Deutschland große Unterschiede? Zum Beispiel, was die Zunahme des zweiten Antikörpers angeht? Oder gibt es da noch Diskussionen? Oder würdest du sagen, jetzt hier in dem Setting können wir eigentlich davon ausgehen, dass das Common Sense ist? Also wenn sich jetzt viele diesen Beitrag angucken und an dieser Folie hängen bleiben, dann würde ich sagen, sind alle meiner Meinung oder auch deiner Meinung. Das wird ja nicht so sein, aber es ist ein gutes Navigationssystem, Wir haben ja im Vorgespräch uns überlegt, wie soll man das alles noch im Kopf behalten. Ich denke, heute muss man nur wissen, wo gucke ich das nochmal nach. Und das ist auch in Deutschland schon seit längerer Zeit gelebte Routine. Aber wichtig ist ja immer, dass komplexe Zusammenhänge ganz einfach irgendwo dargestellt sind. Und das ist auf dieser Abbildung, glaube ich, sehr gelungen. Das hat Frau Chien auch wirklich sehr, sehr gut vorgetragen. Schauen wir mal weiter, was es noch Neues gibt. Dann gibt es eine sogenannte Meta-Analyse, das ist aus der German Breast Group, einer der größten weltweiten Studiengruppen, zusammengetragen worden. Frau von Macklenberg hat es gemacht, hat sich die Arbeit gemacht, mal alle Studien im frühen Mammakarzinom zusammenzutragen, wo ein oral verfügbares Medikament, nämlich das Capecitabine, kann man als Tablette schlucken, eingesetzt wird und hat sich die Frage gestellt, mit vielen Studiengruppen zusammen, die weltweit diese Daten generiert haben, ob man durch die Hinzunahme vom Capecitabine eine Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens hat oder ob man durch den Ersatz eines Standardmedikamentes durch dieses Capecitabine einen Vorteil hat. Und der Endpunkt war das krankheitsfreie Überleben. Das sind immerhin 12 Studien mit 15.000 Patienten gewesen. Im Wesentlichen ist es eingesetzt worden in der neoadjuvanten Therapie, gab es auch in Deutschland viele Studien. Und auch in der postneoadjuvanten Therapie, vor allen Dingen für das triple-negative Karzinom. Mhm. Das ist eine Studie, die wir auch schon mal besprochen hatten aus Asien, die CREATE-X-Studie, wo man bei Patienten, die keine Komplettremission nach der neoadjuvanten Therapie hatten und die triple-negativ waren oder eben nicht HER2-positiv, hat man das eingesetzt und hat gesehen, dass da wirklich eine Verbesserung des
krankheitsfreien Überlebens und des Gesamtüberlebens entstanden ist. Also auch wieder eine Eskalation für Patienten, die keine Komplettremission hatten. Ja. Genau, hohes Rückfallrisiko hatten. So, und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann ist es ein relativ junges Kollektiv, durchschnittliches Alter 54 Jahre, mehrheitlich positiver Lymphknotenstatus, größere Tumoren, also das, was wir so klassisch ein Kollektiv mit einem erhöhten Rückfallrisiko haben. Und ich vermeide den Begriff Hochrisikopatientin, weil ich nicht weiß, was eine Hochrisikopatientin ist. Mhm. Ja, die ist nicht die, die 1,90 Meter groß ist, sondern das Rückfallrisiko, das ist das, was groß. Wir behandeln. Und ich hasse diesen Begriff. Ja. Also eine Hochrisikopatientin. Ja. Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Arzt und sagst, oh, Frau Müller, Sie sind aber eine Hochrisikopatientin. Ja. Dann sagt sie auch, was soll ich denn? Naja, also jetzt schauen wir uns das mal an, was da gemacht wurde. Und dann sieht man, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information, dass man sich sehr genau überlegen muss, kann ich ein Medikament ersetzen oder macht es Sinn, eins dazuzugeben, weil man immer denkt, mehr hilft viel. Und diese Arbeit zeigt es eben. Wir gucken uns hier die sogenannten Signifikanzwerte an, dass dieser Ersatz oder die Addition eigentlich für alle Gruppen gesehen ist, nicht von Vorteil ist. Mhm. Macht nur unnötige Nebenwirkungen, Hand-Fuß-Syndrom und was es alles gibt. Und wenn man das zusammenfasst, das kann man sich in Ruhe nochmal durchlesen, dann muss man sich sehr genau überlegen, wann man ein Medikament ersetzt oder rausnimmt, weil man eben einfach, wenn man sich die Daten anschaut, merkt, dass man mit einem langen Follow-up, also einer Nachbeobachtung, den Leuten nichts Gutes tut. Was hätte überhaupt der Grund sein können, zu ersetzen? Naja, das ist ja anderes vor allem Nebenwirkungsprofil. Genau, oder? Anderes Nebenwirkungsprofil, Vermeidung von Haarverlust, all solche Sachen spielen eine Rolle. Also es ist auf dem Weg zur Behandlungsoptimierung sind das solche Sachen. Und ich finde das immer sehr spannend, insbesondere wenn Sie aus Deutschland kommen und wie von Frau von Macklenberg so souverän vorgestellt werden, als wenn die den ganzen Tag nichts anderes machen würde. Und also ja, auch schön, dass deutsche Studien hier vorgestellt werden. Ja, aber sie hat die Meta-Analyse gemacht und das heißt, das ist international. Genau. Also sie hat gekocht. Ja. Und deswegen passt auch die Studie hier aus China nochmal ganz gut dazu. Die haben sich nämlich angeguckt, ob die Zugabe von Capecitabine zu einer Standardchemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom einen Effekt hatte. Haben wir ja schon gesehen, da scheint es offensichtlich einen Sinn zu haben. Und die haben sich angeguckt als ihr erstes Studienziel, das 5 Jahre krankheitsfrei überleben. Also ein valider Endpunkt nach 5 Jahren kann man ja schon was sehen. Und was sie aber hier gemacht haben, ist eine, man muss sich das mal angucken, eine klassische Chemotherapie, ein Taxan, gefolgt von einem Anthracyclin plus Capecitabine. Also hier die Addition, die Hinzunahme eines Medikamentes, hat das einen Einfluss. Und wenn wir uns die Daten mal angucken, dann sieht man, für das 5 Jahre krankheitsfreie Überleben hat es eine signifikante Verbesserung ergeben. Ja, für das Gesamtüberleben sind die Daten noch nicht signifikant, aber wenn man sich das anguckt, 93% leben oder 90%, das sind schon faszinierende Daten. Jetzt kommen wir zu der Frage, was passiert in Studien? Werden die Patienten ganz besonders ausgewählt? Ist das auf den Alltag zu übersetzen? Aber wenn man jetzt hier überlegt, einer Patientin, von der man annimmt, dass es ein erhöhtes Rückfallrisiko ist und sie fragt jemand, was kann ich noch tun, dann wäre durchaus dieses hier eine Alternative. Nicht? Das ist eine individuelle Behandlung, kann man sich überlegen, aber was man sich hier angucken muss ist, und das ist der entscheidende Punkt, wenn man sich das anguckt, wir haben es da mal in Fett rausgedruckt, die Reduktion der Metastasen, ja, die ist schon, das ist schon beeindruckend, nicht? Was mit Capecitabine und ohne Capecitabine auftritt, da sind immer ein 3% Unterschied. Wenn jemand bereit ist, diese Nebenwirkung für sich zu akzeptieren. Das ist der Punkt, also ich finde, das klingt ja schon abenteuerlich, was jetzt alles so auf einmal irgendwie gegeben wird. Waren da die Nebenwirkungen sehr viel höher? Kamen da zusätzliche Dinge dazu? Würdest du das jetzt tatsächlich so machen in der Praxis oder würdest du das so kommunizieren und sagen, für die Patienten, die ein erhöhtes Sicherheitsrisiko vielleicht haben und dafür bereit sind, zusätzliche Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen? Ja, da kommen wir noch dazu, was man heute macht. Aber man kann ja nicht sagen, nur weil die Studie jetzt nicht mehr dem aktuellen Standard entspricht, wird das nicht berichtet. Ja, wir haben ja beim triple-negativen Mammakarzinom ganz andere Behandlungsmöglichkeiten, aber da kommen wir ja noch im Laufe unseres Gesprächs heute dazu. Und hier sieht man, da kommen wir auf die Frage zurück, die Nebenwirkungen sind durch die Hinzunahme des Capecitabine gar nicht so viel mehr. Mhm. Ja, aber das ist heute fürs triple-negative Mammakarzinom
sicherlich kein Therapiestandard. Aber es gibt Länder, in denen die neuen Therapien, so auch Deutschland zum heutigen Zeitpunkt, nicht verfügbar sind. Mhm. Und dann ist das, ja, ist das eine Situation, wo was auftreten kann. Also das Fazit nochmal ganz klar, für das Krankheitsfreiüberleben, für das triple-negative Karzinom kann dadurch positiv beeinflusst werden. Ob das jetzt der weisheitsletzter Schluss ist, das sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal am Ende unserer Gesprächsrunde sich überlegen. Ein wichtiger Punkt ist noch, das sind alles Asiatinnen gewesen, die in China üblicherweise leben. Und die haben eine andere Verstoffwechselung von dem Capecitabin in der Leber, weil sie einen anderen Enzymbesatz haben als bei den Kaukaserinnen. Insofern muss man das immer mit ein wenig Zurückhaltung und nicht mit Argwohn betrachten. Und dann nochmal ganz kurz zur Klarstellung, was ist der aktuelle Therapiestandard in Deutschland in der Situation? Das machen wir gleich, wenn wir zu den neuen Studien kommen. Prima. Dann haben wir das nochmal drin, sonst ist das schon wieder vergessen, bis wir da sind. Ja. Gut, schauen wir mal weiter. Wir verlassen mal die Chemotherapie und machen jetzt mal so in der Mitte mal eine positive Nachricht, und das möchte man ja auch gerne wissen, haben denn alle diese Bemühungen einen Sinn? Mhm. Bei Frauen mit einem deutlich geringeren Rückfallrisiko, also wir hatten jetzt HER2-positive Mammakarzinom-Patienten, wir haben Triple-negative gehabt, das sind zusammengenommen 30% der Patienten, und wo ist der Rest der 70 Patienten? Die verstecken sich beim Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom. Mhm. Und es gibt eine große Gruppe, die alle Daten der Welt in Oxford reanalysiert, und die haben 2017 eine Arbeit vorgelegt, zeige ich mal ganz kurz. Da sieht man zwischen der 0 und der 5 eine leere Stelle, das waren die 5 Jahre Tamoxifen-Therapie. Das war damals der Standard. Mhm. Und dann hat man geguckt, wie hoch ist das Rückfallrisiko, wenn die Leute nichts weiter mehr bekommen haben. Und ich glaube, jeder, der diese Bilder sieht und von Biostatistik keine Ahnung hat, erkennt aber, dass die bunten Kurven, die da sind, nicht flach sind, sondern als Funktion der Zeit nach 5, 10 und 15 Jahren ein Rückfallrisiko haben. Auf der linken Grafik für kleine Tumoren, nodal negativ, von 13% bis zu 41% ganz rechts bei großen Tumoren mit vielen befallenen Lymphknoten. Und wenn man das in der Beratung hat, dann sagt man sich ja, wir sind von allem weit entfernt, nur von der Heilung noch viel weiter. Weil das relative Rückfallrisiko ist hierbei rausgekommen. Und das sind ja auch die Patientinnen oder die Fälle, die späten Rückfälle, über die selten gesprochen wird und über die auch nicht viel geforscht wird, stimmt's? Nein, das kann man so nicht sagen, sondern zu dem Zeitpunkt, als die Leute behandelt wurden, gab es keine erweiterte adjuvante Therapie. Und die haben ausschließlich, wir kommen gleich dazu, eben eine Therapie gehabt, weil es andere neuere Medikamente damals noch gar nicht gab. Mhm. Und jetzt hat sich die Gruppe überlegt, ein bisschen kompliziert vorgetragen, ist die Therapie der Frauen, die jetzt diagnostiziert werden, wird das besser? Eine logische Frage. Nicht? Dadurch, dass die Antihormontherapie verlängert wird und andere Medikamente eingesetzt werden, was auch immer. Ja, genau. So, und dann haben die das sich angeguckt und haben, das steht unten in dem pinken Balken, sich angeguckt, was passiert mit Frauen, die vor 2000, zwischen 2000 und 2004 und nach 2005 diagnostiziert worden, und hat die Therapie einen Einfluss. Und dann haben sie sehr schön gezeigt, dass das Rückfallrisiko, das sind jetzt alles statistische Daten, aber die Rückfallwahrscheinlichkeit, wenn die Zahl kleiner 1 ist und deutlich kleiner ist als 1, dann ist es eine deutliche Besserung. Also jede dieser Zahlen, 0,38 oder 0,64 oder 0,58, muss man dann mit der Zahl x addieren, um auf 1 zu kommen. Und umso höher diese Addition ist, umso mehr oder so gering ist das Risiko. Aber man sieht, dass eine relative Risikoreduktion von ungefähr 30% oder einem Drittel für dieses Kollektiv entsteht. Und das ist absolut gesehen 1-2%. Ja? Das ist jetzt nicht viel, aber es zeigt, dass der Zug in die richtige Richtung fährt. Und vor allem bei der Menge an Patienten, über die wir reden, sind es ja absolut wieder viele Frauen, ja, klar, die das betrifft. Mhm. Ne? Also das muss man ja absolut betrachten. Allerdings, ich habe die Präsentation gesehen und der Vortragende hat oft gesagt, maybe und could be. Und die Realität ist ja, dass wir ja gar keine guten Datenbanken haben, wo diese ganzen späten Rückfälle wirklich gut dokumentiert sind. Ne, das in Deutschland heißt, haben wir es nicht. In Deutschland sowieso nicht. Ja, aber der Rest der Welt hat sowas. Naja, aber bis zu 20 Jahren auch noch nicht. 20 Jahre ist ja noch ein finanzieller Aufwand, den muss man erstmal betreiben. Genau. Aber ich meine, wenn ich Daten von 80.000 Frauen habe, dann bin ich ja schon mal ein bisschen näher in der Realität, als wenn ich immer nur so Einzelfälle. Aber ich wollte noch mal einen Punkt zeigen, und das finde ich sehr wichtig.
wenn man sich das anguckt, dass Frauen, die das Rückfallrisiko für die vermeintlichen Niedrigrisikopatienten oder niedriges Rückfallrisiko, das geht um 3% runter. Und auch bei den Frauen, die mit größeren Tumoren haben, geht es auch runter. Aber die sind natürlich mit einer alleinigen endokrinen Therapie so über einen großen Daumen gerechnet nicht richtig behandelt. Ja. Das muss man einfach dazu sehen. Aber was ist der Grund dafür? Und das haben wir dann mal zusammengetragen oder aus der Arbeit übersetzt. Das findet man so 1, 2, 3 auf dem dritten Punkt des oberen Blockes. Die Leute oder die Frauen haben im Laufe der Zeit eben auch mehr Chemotherapie bekommen, haben nicht nur Tamoxifen, sondern auch Aromatase-Hämmer bekommen oder zum Zeitpunkt der Analyse, weil es das gar nicht verfügbar war, war der Anteil an Trastuzumab-Therapie null. Mhm. Nicht? Und er hat sich geändert. Sicherlich ist das Staging besser geworden, auch die Nachsorge. Also es ist ein Punkt, der aus vielen Facetten besteht, und solche Arbeiten sind immer dann auf solchen Veranstaltungen wichtig, weil es mit großen Zahlen sich um große Zahlen handelt. Aber man kann ja auch hier was mitnehmen. Das ist der wichtige Punkt, gerade für die endokrine Therapie, das ist die sogenannte Adherenz oder Compliance. Ein Medikament, das nicht eingenommen wird, das wirkt halt nicht. Genau. Und die gute Nachricht ja auch, wenn wir uns jetzt hier in 20 Jahren wieder treffen, wir beide. Na, da wollen wir aber sehr optimistisch sein. Dann können wir vielleicht zeigen, dass das Risiko noch weiter zurückgegangen ist. Ne? Das will man doch hoffen. Das will man wirklich hoffen. Aber man muss sich eben immer wieder überlegen, wir leben in einer Welt, wo wir Früherkennung haben, die aber nicht adäquat in Anspruch genommen wird. Und deswegen haben wir natürlich immerhin in Deutschland immer noch zwischen 8% und 10% Brustkrebsdiagnosen, die im Stadium der Metastasierung und damit heute unheilbar sind. Gut, aber wir wollen das Optimistische jetzt hier nicht noch negativieren, sondern guck mal weiter, was kann man bei den sogenannten Hormonrezeptor-positiven Patientinnen noch anders machen. Und ich habe da mal so eine kleine Tortengrafik mit eingebastelt, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, wovon wir reden. Wenn wir über Brustkrebs sprechen, haben wir im Wesentlichen die Luminal-A-Karzinome, die haben eine ganz besonders günstige Prognose, endokrine Therapie nicht mehr. Bei den HER2-neu-positiven Karzinomen haben wir gelernt, Chemotherapie und Antikörpertherapie, und bei den Basal-likes oder Triple-negativen Karzinomen haben wir gelernt, da hilft nur Chemotherapie plus irgendetwas, was wir nachher noch beleuchten. Kannst du noch mal kurz sagen, was der Unterschied zwischen Luminal A und B ist? Ja, wollte ich gerade erzählen, weil ich mir das zum Schluss aufgespart habe. Ja, bei den Luminal B-Karzinomen, das sind immerhin 34%. Das ist so wie früher in der Schule die 3-, wo man nicht wusste, 4 oder 2 oder faul oder nicht verstanden. Und da drin sitzen so viele Subtypen, die man wieder mit neueren Verfahren auftrennen muss, um zu gucken, ist das eher ein Luminal-A-Typ oder ist die Prognose so ungünstig, dass ich mehr brauche als eine antihormonelle Therapie, also die Chemotherapie. Und genau das hat diese spanische Studie untersucht. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber im Wesentlichen haben die Neoadjuvant vor der Operation bei einem sehr genau definierten Typ dieser Luminal-B-Karzinome randomisiert untersucht, ob eine Kombination aus Ribociclib, einem CDK4/6-Inhibitor, den man schluckt, und einer Chemotherapie bestehend aus dem Aromatase-Hämmer Letrozol besser oder schlechter ist als eine Chemotherapie. Ja, das ist ja das, was der klinische Alltag ist. Da haben wir zum Beispiel jetzt in Deutschland Gott sei Dank die Taylor-X-Studie endlich umgesetzt, dass wir den Oncotype von den Kassen übernommen bekommen, weil gerade in dieser großen Torte der blauen oder der hellblauen 34% diese Unsicherheit der Trennschärfe ist Chemotherapie gegen Antihormonbehandlung. Ja. So, und was hier ist das Design nochmal aufgetragen, also relativ einfach, 198 Patienten eingeschlossen, 106 randomisiert, ist eine kleine Studie, einfach nur zum Gedankenexperiment, wie sowas weitergehen kann. Und die haben dann diese ROR, will ich jetzt gar nicht verwirren, sondern das Outcome nach der Therapie sich angeguckt, was der Pathologe an dem operierten Segment findet. Und wenn man die beiden Reihen jetzt vergleicht, die Prozentzahlen sind die nahezu identisch. Und daraus kann man doch den Schluss ziehen, dass die Chemotherapie nicht besser als eine antihormonelle Therapie. Genau. Und was der Unterschied zwischen den beiden in der Lebensqualität ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Genau. Aber hier ist es eben nicht so, dass irgendjemand selbsternannte Experte sagt, hier, der hat das bekommen und der hat das. Und es ist ausgelost worden. Welche Chemotherapie war das? Das waren Standardchemotherapien, anthrazyklinhaltige Therapien. Kann man auch sagen, zu dem Zeitpunkt damals State of the Art. Und ein durchaus interessantes Gedankenexperiment, was man mitnehmen kann.
Was man aber auch nur mitnehmen kann, weil in Deutschland ist ja Ribociclib heute auch noch nicht für diese Situation richtig zugelassen. Natürlich. Das klar. ist einfach jetzt, in um damit anderen, weiterzuarbeiten richtig. Mit diesen. Aber es ist ja bei all diesen Medikamenten, wie den CDK4/6-Inhibitoren, die aus der metastasierten Situation kommen, dann nach vorne, dann in die Adjuvanz und dann in die erweiterte Adjuvanz und jetzt eben hier reingesetzt. Aber es könnte ein Ansatz für eine sogenannte Dosis-Eskalation geben, wenn die Risikofaktoren stimmen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum großen Finale. Was ist denn Trommelwirbel? Trommelwirbel würde ich weniger sagen, aber jetzt kommt der Bereich Unzufriedenheit. Warum habe ich das noch nicht? Und wir haben jetzt mal drei Sachen rausgesucht, die einfach zeigen, dass neue Medikamente, oder wie heißt es so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder irgendwas. Ja, genau. Irgend sowas. Ja. Ne? So, und jetzt kommen wir in die Immunonkologie. Das sind Medikamente, die, wie soll man das einfach erklären? Das Immunsystem ist ja momentan, erkennt die Tumorzellen nicht. Ne? Ich genau. stelle mir das immer so vor, das sind sowieso Ghostbusters, das kennen wir noch mit so einem Bettlaken über dem Kopf. Und deswegen erkennen die Leute sich nicht. Und jetzt ziehe ich der Immunzelle dieses Bettlaken vom Kopf und jetzt kann die auf einmal sagen, oh Gott, guck mal, das sind ja Karzinomzellen. Das ist ja einer, genau. Genau. So, und das ist eine der Medikamente, das Durvalumab, und das ist mit einer Chemotherapie eingesetzt worden. Und man wollte einfach gucken, auch wieder in der Neoadjuvanz, was passiert da. Trippelnegatives Mammakarzinom, haben wir vorhin schon besprochen. Das geht jetzt in die Richtung der neuen Therapien. Das ist die Zukunft oder wird sie sein, wenn das überall verfügbar ist. Aber es ist auch eine nebenwirkungsreiche Therapie oder es kann eine nebenwirkungsreiche Therapie sein. Die ja in anderen Krebsarten schon auch zugelassen richtig. Ist und eingesetzt wird richtig. Bei uns. Ne? Genau. Muss man aber sagen, es liegt vor allen Dingen daran, dass das Melanom, Lungenkarzinom, die haben viel mehr Mutationen, wo das wirkt, das Mammakarzinom, aber es hat auch seinen Stellenwert. So, also die haben sich das angeguckt, was wollten die wissen? Biomarker für das Therapieansprechen und wie hoch ist die komplette Remission, also das komplette Ansprechen. Und jetzt sieht man hier was ganz Wichtiges für das Verständnis der gesamten Immunonkologie. Man muss ja auch Zellen haben, die immunologisch wirken. Und dafür brauchen wir, steht in dem zweiten Block oder auch ganz oben, das sogenannte PD und PDL1. Das ist nichts anderes als Protein of Death. Und PDL1 ist Protein of Death Ligand. Nicht? Also der eine gibt dem anderen die Hand. Genau, ne? So, die, das ist genau. Die. Und jetzt guckt man nach, wie häufig tritt sowas auf. Das ist ja nicht auf den Tumorzellen, sondern auf die Immunzellen. Also wenn das hier die Tumorzelle wäre und das ist die Immunzelle, ja, dann wird das hier drauf gemessen und nicht auf der Tumorzelle. Der Pathologe muss wissen, mit welchem Farbstoff es ist. Alles noch nicht standardisiert. Ja. Und man sieht die Nebenwirkung hier. Ja. Guillain-Barré-Syndrom, eine sehr heftige neurologische Erkrankung, Hypothyreose, Hyperglykämie, Colitis. Könntest du die noch für uns übersetzen? Ja, das eine ist eine Demyelisierung des Nerven, also der Nerven, also als wenn man einem Kabel die Isolierung wegnimmt und es gibt, kann bis zum Atemstillstand gehen. Hypothyreose, also Schilddrüsenunterfunktion, kann sich auch jeder was drunter vorstellen, Dickdarmentzündung und Zuckerstoffwechselstörung. Also kann man sich schon überlegen, wer da rausfällt. Ne? Muss man sich schon mal anschauen. Aber die positive Nachricht haben wir hier auf dem Fazit. Wenn man sich den blauen Block anguckt, dann sieht man, dass die Patienten, bei denen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die PD-L1-Nachweise positiv sind, eine höhere Komplettremission haben, als in dem violetten, wo es nicht der Fall ist. Ja? Und Komplettremission heißt ja immer bessere Prognose. Ja, ne? Das ist einfach ein relativ schneller Wirkungsansatz, wie man sich das angucken kann. Und jetzt kommen wir eben nochmal ganz kurz nochmal eingestreut, das hatten wir vorhin vergessen, ältere Patientin. Stimmt, genau. Ja, da haben wir auch nochmal überlegt. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage Chemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom zum ältere Patienten über 70 ist Lebensjahr. Ich glaube, da braucht man auch nicht uncharmant sein. Das sind dann wirklich ältere Patienten aus einer amerikanischen Datenbank, 16.000 Frauen. Hat man sich angeguckt, was da passiert, wenn man die Daten einsetzt oder sich analysiert. Und da kommt ein ganz interessanter Punkt zusammen. Die Chemotherapie, 47% der Patienten, weil es gibt keine andere Alternative. Chemotherapie empfohlen, aber nicht verabreicht. Chemotherapie nicht empfohlen. Und dann das 5-Jahres-Gesamtüberleben sieht man da. Und dann sieht man wieder, dass bei den Frauen mit einem negativen Lymphknotenstatus geringeres Rückfallrisiko häufiger gemacht wird. Oder dass die Daten besser sind und beim nodal-positiven Karzinom Chemotherapie versus empfohlen, aber nicht erhalten. Ne?
So. Was könnte der Grund sein? Naja, ich denke schon mal, es sind Komorbiditäten. Ja. Es ist in den USA vielleicht auch ein finanzielles Problem. Ja. Das Gleiche haben wir aber auch in Deutschland, weil die Schwierigkeit besteht ja immer darin. Entschuldigung. Blöde Erkältung. Ja, das kann ja mal, was haben wir jetzt? Oh, Dezember, das kann ja mal passieren. Ne? Genau. Also die Schwierigkeit besteht ja, und das muss man sich überlegen, wenn ich mit einer 70-jährigen oder 75-jährigen Patientin spreche und die den Effekt dieser Therapie vielleicht nach 5 oder 10 Jahren hat, ist die Frage, wird sie das überhaupt erleben? Das stimmt, ja, wenn jemand ganz andere Grunderkrankungen hat, da muss man sich das sehr genau überlegen und muss sich nicht dahinstellen und sagen, ich muss jetzt aber das Mammakarzinom behandeln, ich stirb vielleicht an etwas ganz anderem an ihrer ganzen Grunderkrankung. Trotzdem ist es nochmal ein Punkt, sich zu überlegen, eine ältere Frau per se hat ja kein Anrecht darauf, schlechter behandelt zu werden, wenn sie die Behandlung durchsteht. Das ist bei einer jungen Frau genau das Gleiche. Ne? Also das hatte ich nochmal rausgesucht, weil ich das immer sehr schön finde, wenn man so aus dem Alltag Daten hat für den Alltag. Und deswegen meine Zusammenfassung ist auch, wenn man das mit den Patienten bespricht und sagt, ist das etwas, was sie machen wollen, dann sollte man die supportive Therapie auch früh genug einsetzen, damit die Leute nicht noch unnötig zusätzliche Belastung haben. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, aber jetzt kommen wir dann nochmal, ach, das ist noch ein anderer Punkt, ist auch noch wichtig. Es ist so viel Neues gewesen, jetzt müssen wir das Finale nochmal einen Moment rausschieben. Die Frage Bisphosphonate, das ist ja des Deutschen liebstes Kind, Bisphosphonate ungeplant irgendwo einzusetzen, keine Zulassung und alle hoffen, dass man davon, ich übertreibe das mal ein bisschen, ein besseres Outcome hat. Und hier gibt es eine amerikanische Studie, die haben 3 verschiedene Bisphosphonate eingesetzt, also randomisiert, um zu gucken, ob die Zahl der Knochenbrüche geringer wird. Mhm. Das ist ja ein wichtiges Thema. Ich habe es noch ein bisschen aufgedröselt, 6000 Patienten. Von denen haben, und das erscheint mir ganz wichtig, über 70% eine Chemotherapie bekommen. Die Frauen waren durchschnittlich sehr jung, 52 Jahre. Da würden wir in Deutschland sowas überhaupt nicht einsetzen, weil wir genug Studien gemacht haben in Deutschland, wo wir gesehen haben, prämenopausale Frauen, nach Chemotherapie hat es keinen Effekt. Aber wir wollen ja jetzt nicht den Lehrmeister der Nation spielen, sondern gucken uns mal an, was gemacht wurde. Für 2,5 und 3 Jahre 3 verschiedene Substanzen eingesetzt, die Zoledronsäure IV, Clodronat und Ibandronat oral. Und ich habe dann mit der Erstautorin gesprochen, sie hat keinen Unterschied gesehen in der Compliance oder Adherenz, gab es keinen Unterschied. Also, hätte ja oft gedacht, dass die Tabletten nicht so eingenommen werden. Ja, 30% haben es nicht bis zu Ende durchgeführt, aber egal. So, und jetzt guckt man sich das mal an. Interessanterweise, das war mir als allererstes aufgefallen, normalerweise kennen wir die Oberschenkelhalsfraktur. Ne? Genau. Das ist aber nicht die häufigste Fraktur gewesen, sondern die Knöchelfraktur. Dann spielen ja nicht alle Fußball, sondern... Glaubst du nicht? Sehr unwahrscheinlich. Nicht? Aber man sieht eben auch, dass die Knochenbruchfaktoren vollkommen identisch sind. Ja? Ganz niedrige Zahlen, also da war ich wirklich überrascht. Und die Zusammenfassung, ich habe es hier nochmal aus dem Poster rausgenommen, also traumatische Frakturen oder eben sogenannte Fragility Fractures, kein großer Unterschied. Also das würden wir zum Beispiel in Deutschland nicht machen, ich würde es nicht machen, prämenopausale Patienten damit zu behandeln, es sei denn, sie haben eine therapiebedingte Osteopenie oder Osteoporose. Dafür gibt es ja eine Zulassung. Ne? Aber es hieß doch auch mal, dass das Knochenmetastasierungsrisiko gesenkt wird. Aber das wurde dann auch gibt wieder... Gibt es. Ja. Es gibt vereinzelte Studien, die das zeigen, aber es gibt eben keine Zulassung dafür. Genau. Und deswegen muss man sich immer sehr genau überlegen, behandle ich etwas, weil ich glaube, es hilft, oder behandle ich etwas, wo ich sage, dafür gibt es einfach keine Daten. Ich kann Ihnen das nicht empfehlen. Genau. Ja. Weil auch da sind ja wieder Nebenwirkungen. Ja, klar. Niere, Kiefernekrosen, das muss man alles im Kopf behalten. So, alles haben wir gerade schon besprochen, ne? Genau. 8%... Jetzt kommen wir aber fast schon ins Finale, wir machen noch eine deutsche Studie, auch logisch daraus abgeleitet. Hier ist die Frage, ob man mit Denosumab, wir haben jetzt über Bisphosphonate gesprochen, jetzt sprechen wir über einen Antikörper, der im Knochen aktiv wird, ob der die Ergebnisse einer neoadjuvanten Chemotherapie, also die Komplettremission, verändern kann. Warum macht man sowas? Weil es Daten gab, die gezeigt haben, dass in der neoadjuvanten Therapie diese Osteotrophen, also den Knochenstoffwechsel beeinträchtigen Faktoren,
über das Freisetzen von Zytokinen, was wir im Körper spüren, wenn wir Grippe haben. Das ist ein ganz ubiquitäres Phänomen oder ein Wirkungskreis, auch noch eine onkologische Wirkung hat. Mhm. Und es geht hier wieder um Patienten in einer Neoadjuvanztherapie. Das ist das Design nochmal, so ein sogenanntes 2x2-Design. Also einmal Denosumab sieht man in den vier unterschiedlichen Ansätzen, ja, nein. Und dann unterschiedliche Nab-Paclitaxel-Dosierung. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber man sieht hier eben für solche Patienten, ganz wichtig, triple-negative Patienten, die bekamen noch Platin, und die HR2-positiven Patienten eine Antikörpertherapie. Einfach zu gucken, wie kann man die Therapie optimieren. Mhm. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann sieht man, dass der Einsatz von Denosumab die Komplettremission nicht verändert. Genau. Ja, es hat keinen Einfluss. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und auch wenn man sich das anguckt, triple-negativ, Hormonrezeptor-positiv, das haben wir heute besprochen, HER2-positive Tumoren, auch wenn die Zahlen numerisch, gerade bei den triple-negativen, unterschiedlich aussehen, das ist nicht signifikant. Mhm. Ja, und man sieht deutlich, dass bei den Hormonrezeptor-positiven Patienten die Chemotherapie, was die Komplettremission betrifft, keinen Effekt hat. Denken wir nochmal vorhin an die Studie aus Spanien, ja, mit der Antikörpertherapie, mit der dualen Endokrintherapie, genau, gegenüber Chemotherapie. Ja. Das sieht man hier wirklich bestätigt. So, also das, denke ich, ist schon mal ein guter Punkt, das kann man nochmal in Ruhe durchlesen. Also es gibt schon ein optimales Chemotherapieregime, aber auch hier das Addieren von unnötigen Substanzen hat keinen zusätzlichen Nutzen, genau. Mhm. Auch aus Deutschland, Herr Professor Blome hat das aus Berlin sehr schön vorgetragen. So, jetzt sind wir aber im Finale. Und jetzt sind wir wieder bei der Immuntherapie. Richtig, ne? Also wieder der gleiche Gedankenansatz. Mhm. Auch hier gibt es verschiedene Medikamente. Ich habe zwei Studien rausgesucht, die eben genau zeigen, dass das alles noch kein endgültiges Szenario ist. Peter Schmidt ist momentan auf seinem All-Time-High, weil er zwei Studien momentan weltweit vertritt. Eine davon ist die Keynote 522-Studie, die sehr viel Aufsehen erregt hat, weil die Hinzunahme des Pembrolizumab zu einer deutlichen Verbesserung der PCR-Rate geführt. Und jetzt haben Sie noch weitere Ergebnisse gezeigt, die habe ich mir hier zusammengefasst. Auch nur noch mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Carboplatin, Paclitaxel gefolgt von Anthracyclin, also eine sehr solide, nebenwirkungsreiche Chemotherapie plus minus dem Checkpoint-Inhibitor. Und das ist ja nicht unwichtig, man braucht ja eine solide Chemotherapie, weil wenn ich eine schwache Chemotherapie habe und setze dann noch irgendwas oben drauf, dann habe ich nicht das Optimum erreicht. Ja. Und deswegen jetzt hier wieder eine Eskalation, wenn man sich das anguckt. Und was man auch schon vor dem Kongress wusste, ganz oben rechts, da sieht man einen signifikanten Unterschied der Komplettremission mit oder ohne diesen Pembrolizumab. Mhm. Und daneben diese Kurve zeigt, dass die Kurven auseinandergehen, relativ früh. Das hat also auch einen Einfluss auf das krankheitsfreie Überleben. Die Kurven gehen dann nach einer relativ frühen Zeit auseinander. Und jetzt hat man sich angeguckt, also noch mehr Daten, angeguckt und gesagt, je nach Krankheitsstadium, also 2a ist eher ein kleineres Stadium, 3b ist dann schon fortgeschrittener. Und dann wieder unsere alten Bekannten, nodal negativ oder nodal positiv. Und wir müssen uns nur mal das Delta angucken. Ja? Also umso höher das Krankheitsstadium geht, das geht so von 11% bis 25%. Und dann nodal negativ 6,3% Unterschied und 20,6% für nodal positive Patienten. Also hier haben wir eine Definition einer At-Risk-Gruppe. Ja? Also umso höher das Rückfallrisiko ist, umso höher ist offensichtlich auch der Effekt. Und wie könnte man erklären, dass es bei den Patienten höher ist, die eine höhere Tumorlast haben oder bei denen die Krankheit weiter fortgeschritten ist? Naja, die Effektivität der Substanz erreicht bei diesen Patienten einfach einen noch höheren Vorteil. Mhm. Ja? Und es sind ja immer noch, wenn man so eine Studie fertig hat, dann will man das primäre Studienziel sein. Jetzt guckt man noch genauer in die Daten und versucht jetzt wieder diesen Maßanzug zu schneidern, wo man sich überlegt, was man macht. Also kann man das einfach zusammenfassen. Die Nebenwirkungen, das haben wir jetzt nicht gezeigt, sind verträglich. Aber gerade bei der Immunonkologie müssen die Patienten gut informiert sein, die Ärzte und die Schwestern informiert sein, damit man eine Schilddrüsenentzündung, eine Hypophysitis, also eine Entzündung der Hirnanhangsdrüse überhaupt erkennt und nicht nur sagt, ach, die Frau ist ja müde. Das ist dann einfach ein immunonkologisches Nebenwirkungsprofil. Und das muss man sich angucken. Es gibt ja Studien, die in Deutschland laufen zur Immuntherapie, aber wenn du jetzt sagst, man braucht viel Erfahrung auch als Behandler und die Nebenwirkungen muss man erkennen und gut im Blick haben,
Kann das dann jeder bei uns Na, auch wirklich anwenden oder sollte man da in ganz spezialisierte Zentren gehen? Oder? Na, wir haben erstmal momentan ja einfach das Problem, dass die Patienten ihren Heimatort nicht verlassen, um mal zwei Orte weiterzufahren, um an solchen Studien teilzunehmen. Das was aber ja, je komplexer die Therapie wird, schon sinnvoll wäre, oder? Ja, sinnvoll ist. Ja, genau. Also nicht, dass nee war jetzt schon vorgeplant. Nicht verständlich. Ne? Ja, genau. Nicht verständlich. Also sinnvoll wäre es schon, ja. Ja. Und wir haben ja im Rhein-Main-Gebiet dieses BreastNet, wo wir mit über 16 Kliniken die Patienten von A nach B verorten und ihnen das anbieten, um an solchen Studien teilzunehmen, weil das kann nicht jedes Krankenhaus machen, so viele Studienzentren gibt es nicht. Mhm. So, aber zum Abschluss schauen wir nochmal nach Italien und dort wurde eben jetzt die Neotrip-Studie, das Pendant zu der eben gezeigten Studie gemacht von Luca Gianni, ein sehr erfahrener Onkologe. Und auch wieder triple-negatives Mammakarzinom, da sehen wir wieder PD-L1 und PD, also das ist immer die gleiche Thematik. So, und was die jetzt gemacht haben, ich habe bewusst jetzt mal diese Abbildung reingenommen, damit man sich in Ruhe nochmal anguckt, die haben wieder das gleiche Backbone, Carboplatin, Nab-Paclitaxel, plus minus, jetzt von einem anderen Hersteller, das Atezolizumab. Aber sie setzen das Nab-Paclitaxel als Backbone der Chemotherapie in einem anderen Rhythmus ein, als das die andere Studie gemacht hat und als wir das routinemäßig machen. So, und jetzt guckt man sich an, da sind die Unterschiede eben nicht mehr signifikant. Ja, die sind zwar noch ein bisschen bei PD-L1 positiv unterschiedlich, aber dann, wenn die, ja, bleib mal wieder bei dem Glas hier, wenn keine immunkompetenten Zellen da sind, ja, dann macht das auch keinen Sinn. Ja, ganz oben rechts 32,2% und 32,3%, da kann ich mir dann die Zugabe von Atezolizumab in der Studie finanzielle Toxizität, Nebenwirkungen sparen. Ja. Und du sagst, die Chemotherapie wurde in einem anderen Rhythmus eingesetzt, ja, hier bei der Studie. Könnte das dann die Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse sein? Weil wir jetzt die Therapie anders machen in Deutschland, das haben wir mit der Gepasipto-Studie gezeigt, dass es ein optimales Therapieabfolge gibt. Ich weiß es nicht, man kann die Studie nicht vergleichen, aber auf die anfängliche Frage hin, ist doch eigentlich alles klar mit der Immunonkologie, muss man sagen, nein. Mhm. Deswegen sind heute auch noch Studien gerechtfertigt, um einfach noch Klarheit in die ganze Situation reinzubringen. Das heißt auch, was die Kooperationspartner angeht, ne? Das heißt, welche Medikamente kann ich kombinieren, in welchem Rhythmus? Das muss ja alles noch irgendwie rausgefunden werden. Es ist mit 500 oder 600 oder 700 Patienten ist noch nicht jedes Argument beleuchtet. Ne? Es sei denn, wir beide machen das. So, und das ist die Hinzunahme, das Fazit, dass Atezolizumab hat in der Studie, trotzdem Platin eingesetzt wurde, eben nicht den Effekt gemacht. Deswegen ist das keine schlechte Studie, sondern das Wichtige ist ja auch mal das Berichten von Studien, die nicht das gewünschte Ergebnis geführt haben und das zu diskutieren. Ja, und das finde ich die Klasse einer solchen Truppe. Und ich glaube, zumal das ja auch wieder einen Hinweis gibt, wie zukünftige Studien designt werden können. Ne? Ja. Wenn man sagt, wir wollen auf jeden Fall weiterforschen, was die Immuntherapie angeht, weil wir wollen verstehen, wann sie am besten wirkt bei Brustkrebs, dann sind ja diese ganzen kleineren Ergebnisse wichtig, um zu sagen, ne, das können wir vielleicht so designen oder die Kooperationspartner nehmen und so weiter, Kombinationspartner. Also man muss sich darüber im Klaren sein, eine Studie beantwortet eine, vielleicht zwei Fragen. Genau. Wenn diese Studie dann, wenn wir jetzt die Studien, die jetzt gerade anfangen, vielleicht in 5 oder 10 Jahren wieder diskutieren, dann hat sich ja wieder was verändert und das kann man aber heute noch nicht wissen. Und von daher geht das Ganze Schritt für Schritt weiter und ich finde, im Laufe der Jahre hat sich sehr, sehr viel getan und man muss sich schon die Zeit nehmen, das zu besprechen, das auch mit den Patienten. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass wir das heute hier diskutieren konnten, mal auseinander zu klamüsern und dann muss man sich mal hinsetzen und das in aller Ruhe nochmal durchgucken, denn das fliegt einem ja nicht in den Kopf rein. Wir haben ja nun auch lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Ja, genau. Und ich frage mich dann manchmal, es war jetzt wieder so viel. Was passiert jetzt? Du bist jetzt nicht allein aus Deutschland hier. Ihr geht alle nach Hause, setzt ihr euch dann auch nochmal zusammen, Ärzte untereinander und überlegt, welche Ergebnisse jetzt vielleicht Einfluss auf unsere Behandlungsempfehlungen haben könnten oder wie geht es jetzt weiter? Also ihr habt jetzt einen Koffer voll hier mit neuen Daten, die nicht alle natürlich die Behandlungspraxis ändern, das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Nichtsdestotrotz, was macht ihr damit? Naja, jetzt fahren wir erstmal Weihnachten und genau. In den Mußestunden. Wir haben in Deutschland, wir sind sehr viele aus der AGO, Organkommission Mama, also von der Arbeitsgemeinschaft der gynäkologischen Onkologen. Wir sitzen im Januar wieder zusammen, 3 Tage in Klausur und machen die neuen Therapieempfehlungen. Da gehen solche Sachen mit ein. Aber
wir nehmen eben nicht das, was hier auf dem Kongress gezeigt wird, sondern das nehmen, bewerten wir ganz anders, sondern erst, wenn die Arbeiten publiziert sind, also veröffentlicht sind, wenn die von Kritikern gegengelesen sind, dann können wir sagen, hier ist alles in Ordnung, das ist solide und dann geht das in solche Bewertungen ein. Und da sind wir in Deutschland aber wirklich sehr flott, weil wir das jedes Jahr updaten. Dann gibt es die S3-Leitlinie, das ist ein ganz anderer riesengroßer Zirkus. Und es gibt internationale Leitlinien, also wir sind schon sehr bemüht, diese Therapie umzusetzen. Dann kommt dazu, ist es in Deutschland zugelassen? Unwichtige Fragestellung. Und dann muss man sich eben auch darüber im Klaren sein, wenn man auf diesem Kongress, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die Redundanz von bestimmten Studien reduzieren würde, dann hätten wir die Hälfte des Programms. Aber das ist eben der forschende Geist, der sagt sich auch nicht, ach, guck mal, der macht das gerade, mache ich das auch nicht, das ist der Wettbewerb, muss man machen. Aber ich glaube, gerade wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet, sieht man nochmal, ja, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat, was ist wirklich anders, wo können wir wirklich etwas machen. Und mein wirklich letztes Wort dazu heute, es sei denn, du fragst mich nochmal was, ist schlicht und einfach die Sache, die Therapie in Deutschland ist exzellent. Ja. Ich würde mir viel mehr hungrige Patienten wünschen, die nach Studien fragen, die auch bereit sind, für die Behandlung an einen anderen Ort zu fahren. Und ich glaube, wenn wir das noch ein bisschen mehr kommunizieren, dann kommen wir noch weiter, weil in einem Land, in dem eine hohe Studienbeteiligung ist, ist es doch logisch, gibt eine Studiengruppe viel lieber eine Studie hin, als in einem Land, wo gar nichts gemacht wird. Genau, das heißt, wir kommunizieren weiter und werben quasi für eine Studienteilnahme. Und ihr geht in Klausur im Januar. Ende Februar werden die neuen Empfehlungen der AGO vorgestellt, am 29. Februar. Richtig. Ich werde da sein und bin gespannt. Ja, wir auch. Und davon werden wir natürlich auch wieder berichten. Wir verabschieden uns für heute und vielen Dank, Christian, für die tolle Zusammenfassung. Sehr spannend und wir hören uns noch ein paar Sachen an, die hier noch präsentiert werden. Und dann gibt es natürlich von uns auch noch News zum metastasierten Brustkrebs. Musik